Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen, liebe Kollegen, ich würde gern zum Ende der Debatte schon mal die ersten Wortmeldungen aufgreifen. Ich will mich zuallererst bedanken bei den Rednerinnen und Rednern der SPD und der CDU-Landtagsfraktion für die sehr konstruktive Diskussion, insbesondere auch dafür, dass wir eine breite Zustimmung am heutigen Tage für dieses Gesetz in erster Linie haben werden. Und wir können vor allen Dingen eins heute gemeinsam feststellen. Wir haben Wort gehalten. Wir haben mit der großen Anhörung vor 3 Jahren, die bundesweit für Aufsehen gesorgt hat, weil es noch selten in Deutschland in einem Parlament so eine breite Jugendbeteiligung gab wie vor 3 Jahren, auch große Erwartungen geweckt. Und vielleicht auch ein bisschen Misstrauen. Wird denn die saarländische Politik in der Lage sein, darauf auch einzugehen? Und heute können wir feststellen, wir haben Wort gehalten, wir bringen echt Beteiligung von Kindern und Jugendlichen nach vorne. Ich muss aber auch sagen, und das muss man vielleicht Richtung AfD noch mal erklären, die Kernüberlegung hinter diesem Gesetz ist die Anerkennung, dass Kinder eigene Rechte haben und dass man diesen mit Respekt auch als Staat, aber auch als Erwachsener zu begegnen hat. Und diesen Respekt vor den Rechten von Kindern haben Sie heute völlig vermissen lassen. Das passt wohl nicht in Ihr autoritäres Weltbild. Und wie Sie und Ihresgleichen mit Kindern und Jugendlichen umgehen, das haben wir in der Vergangenheit gesehen, das sehen wir in Vorschlägen auch in ostdeutschen Parlamenten. Das ist nicht der Weg, wie wir Kinder und Jugendliche im Saarland beteiligen wollen. Was die verschiedenen Punkte anbetrifft, die der Kollege Reiter heute genannt hat, will ich auf 3 kurz eingehen. Zum einen die Frage, hätte das nicht schneller gehen können? Ja, manches hätte schneller gehen können, wenn man in der letzten großen Koalition sich hätte einigen können. Das, was wir heute auf dem Tisch liegen haben, geht aber weit über das hinaus, was wir damals mit Ihnen hätten gemeinsam machen können. Insofern ist es ein guter Fortschritt und vor allen Dingen, wir haben Kinder und Jugendliche beteiligt in dieser Legislatur auf dem Weg zum heutigen Tage. Das war uns wichtig. Deshalb haben wir uns auch zu Recht diese Zeit genommen. Zum Zweiten will ich sagen, das Thema Jugendcheck. Der Jugendcheck, den wir im Saarland jetzt einführen, ist ein Modell. Die wenigsten Bundesländer haben überhaupt das Instrument des Jugendchecks schon aufgegriffen. Und wie man ihn in der Praxis umsetzt, ist nicht ganz leicht. Aber dass wir 2 Stellen haben, dass wir einen klaren Auftrag haben, das ist schon viel. Und wir sollen uns auf diesem Weg in eine neue Form von Beteiligung, den wir gemeinsam erproben wollen, auch eine gewisse Offenheit haben, wie das in der Praxis klappt. Ich glaube, wir sind da gut ausgestattet. Und das Dritte ist die Frage, brauchen wir ein Landesjugendparlament? Wir brauchen es meiner Meinung nach nicht, denn bei Beteiligung ist eines wichtig, niedrigschwellig. Jeder und jede soll den Zugang haben. Das ist bei einem Landesjugendparlament außerordentlich schwierig. Deshalb wollen wir einen anderen Weg gehen. Wir sind aber gerne bereit, diese Frage im Rahmen der Anhörung nochmal mit Ihnen, mit den Verbänden zu diskutieren. Dann sehen wir ja, wie die Meinungsbildung ist. Insgesamt, glaube ich, ist es wichtig, nochmal auf 2 Punkte hinzuweisen. Zum einen, dieses Gesetz ist Teil einer breiten jugendpolitischen Offensive der saarländischen Landesregierung in den letzten 2 Jahren. Die verschiedenen Initiativen und Gesetzesentwürfe, die wir schon umgesetzt haben, sind von der Kollegin Holzner genannt worden. Kinder und Jugendliche haben eine hohe Priorität bei dieser Landesregierung. Und das Zweite, und das ist mir wichtig für die weitere Debatte, jedes Gesetz entscheidet sich in seiner Qualität nachher in der Umsetzung. Und da ist es unsere gemeinsame Aufgabe, und so sollten wir auch weiter diskutieren, dass wir diejenigen, die vor Ort mit in der Verantwortung sind, die Städte und Gemeinden, die Bürgermeister, die Ratsmitglieder, die Verwaltung, die Ortsvorsteherinnen und Ortsvorsteher, das sind diejenigen mit der Jugendhilfe und mit der Jugendarbeit vor Ort, die die Möglichkeiten für mehr Demokratie auch lebendig werden lassen in den Gemeinden. Dafür zu werben, dafür zu qualifizieren, hier mit gutem Beispiel voranzugehen, das ist die Mühe aller Demokratinnen und Demokraten wert. Und ich freue mich darauf, dass dieses Saarland damit für Kinder und Jugendliche bunter, vielfältiger und demokratischer wird. Vielen Dank.